Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Spin Tires Mud Runner. Wir werden weiter loslegen, hier bei unserem Let's Play diese Welt zu erkunden und gegebenenfalls die ein oder andere Fracht abzugeben. Jo, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, das ist wie gesagt eine Vorbereitung für SnowRunner, wo ich richtig viel Bock habe, wenn ich immer was sehe. Ach, ist das geil. So, ja, wir gehen mal auf die Karte. Ich werde mal die Karte wieder einwesten. Nicht einen Norden, sondern einen Westen. Und wir sehen ja, wir sind ja mit dem LKW hier so lang gefahren. Das Problem ist, tja, das ist der falsche Weg. Wir müssen hier hinten lang eigentlich. Aber um dort nochmal zurückzufahren, würde ich erstmal sagen, wir lassen das und schauen mal, ob wir mit dem Gelände-Jeep diesen Beobachtungspunkt hier in der Mitte freikriegen. Weil hier ist ein Sägewerk, aber das Sägewerk erreichen wir nicht, weil da eine Blockadestelle ist. Da müssten wir komplett hier einmal rumfahren. Naja doch, könnten wir durchaus machen. Ja gut, ja. Hier unten langfahren? Ist hier noch irgendwo Holz? Hier ist auch noch eine Blockadestelle, dann müssten wir hier so hier hinten so lang fahren. Den Weg. Ob wir hier rüberkommen. Hier lang. Auch doof. Komplett auf die andere Seite. Komplett hier rüber. Nee, wir probieren das Sägewerk dort oben abzufahren. Das probieren wir. Okay, dafür setzen wir uns einfach mal in eines dieser LKWs hier rein. Oh, Ah, toll. Steht da ja ein bisschen doof hier. Nee. Zack, wechseln. Erstmal ein bisschen mal Motor ausmachen. Jetzt Truck wechseln. Komm mal her hier. Ja, wir fahren erstmal mit den rückwärts. Den werden wir dann ranhängen. Rückwärts fahren wie so ein richtiger Held, ne? Wir müssen 8 Holz abgeben. Nur 4 sind hier oben. Warte mal. Ah, das wird so nichts. Ach. Oh. Ah, gar nicht so viele Spielchen machen, weil sonst haben wir hier echte Probleme. So. Fahren wir hier so rückwärts rein. Und hängen den nachher hier mit an. Genau. So, juhu. Dann gehen wir hier rein. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber ich denke mal schon. So, Sprit haben wir alles aufgeladen. Ah, jetzt will der nicht so, wie ich will. Der Anhänger. Oh. Oh, man muss manchmal ein bisschen mit Gewalt den... Oh. Oh, Junge, 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 du bist doch ein blöder Anhänger. Ja, lieber so ein Anhänger wie die anderen. Mensch. Ja, durch das ganze Modder dreht er sich manchmal ein bisschen anders, ne? So, wir haben es geschafft. Wer hat denn die Bäume hier in hier gepflanzt? Okay.
Mal sehen, ob wir die erste Lieferung Holz heute abgeben können. Ja, mal schauen hier. So, dann hängen wir den Johnny hier mal ran. Oh. Kann ich da hinten gucken? Komm, wir fahren einfach. Die große Holzlieferung liegt heute an. Ey, mein Tutti, ey. Guckt euch das an, ey, die große Holzlieferung. Hihi, mit den zwei LKWs hier. Okay. Wir geben unser Bestes. Also die Straße ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und werden immer wieder mit den anderen, wenn wir, besser gesagt, einen Teilabschnitt abgehandelt haben, werden wir die Fahrzeuge wieder ein bisschen zurückziehen, um noch ein bisschen besser zu beobachten. Weiß gar nicht, wenn das Video kommt, am 1. April. Oh, wir müssen hinten aufpassen. Also wenn wir da einen LKW verlieren, da hinten, dann ist Polen offen, sage ich euch. Dann müssen wir das, können wir es nicht so machen. Hier gerade in den Bereichen hier, wo wir durch so einen Fluss hier durchwarten. Ein bisschen aufpassen hier und langsam fahren. Ja, ist schon eine schöne Mechanik, ne? Dass der andere LKW dann auch mitfährt. Passt schon. Oh, jetzt geht's hoch hier. So, wenn wir dann da oben sind, müssen wir mal auf die Karte gucken, ob wir überhaupt richtig sind. So. Ach, haben wir ja noch ein ganz schönes Stück. Man sieht schon, wie das hier blockiert ist. Also müssen wir einen ordentlichen Umweg fahren. Naja, ist so. Das ist dann halt irgendwie ärgerlich, ne, wenn du so einen Umweg fahren musst. Wobei du ja weißt, ah, du könntest eigentlich da vorne schon rüberfahren. Ah, davon lassen wir uns jetzt nicht beirren. Dieses Projekt soll ja so lange gehen, bis der SnowRunner draußen ist. Und das ist am 28. April. Ich habe jetzt noch keine Info bekommen, ob ich das irgendwie im Vorfeld schon zeigen kann. Das wäre natürlich richtig nice, euch da was zu zeigen. Frage wäre natürlich, machen wir denn als Let's Play die russischen oder die amerikanischen Fahrzeuge? Das werde ich dann auf jeden Fall dann nochmal eruieren. Und als Multiplayer dann das andere, ne? Ich denke mal, man kann da mehrere Sachen speichern. So, warte mal, ich muss mal auf die Karte gucken, ja? Wir sind noch, ja. Oh, bergauf und dann hier anhalten, ist nicht gut. Ey, das wäre so nice, wenn wir das erste Mal Holz abliefern. Hier schön über die Brücke. Und den Kramas. Geil. So, warte mal, wir müssen ein bisschen aufpassen. Man hat jetzt hier noch eine schöne Straße, ja? Aber die haben dann wahrscheinlich weitergebaut hier, ne? Die Kumpels. Guck mal, wir könnten ja... Mach mal hier alles raus hier. Allrad und so brauchen wir jetzt nicht. Zahlsperre auch nicht. Wenn ich so viel Sprit verbrauchen. Na gut, Allrad mach ich mal rein. So, warte mal. Ja, und wie komme ich jetzt so unten rein?
Scheiße. Ich dachte, ich kann da irgendwie langfahren. Komme ich jetzt dahin? Und ne. Na, warte mal. Ach, Kacke. Hätte wahrscheinlich hier langfahren müssen. Also, ich bin jetzt hier hin. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwie runterfahren können. Aber ich glaube, irgendwie sieht es doof aus. Oder hätte wahrscheinlich hier lang runterfahren müssen. Hier den Weg lang. Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass ich hier... Nee, ohne Scheiß. Das kann nicht der Sinn und Zweck der Sache sein. Und hier ist so eine olle Leitplanke. Oh nee, jetzt euer Ernst, ey, das... Nee, also... Die Map macht mich verrückt. Ey, ich kann doch jetzt nicht... Ich dachte, ich kann hier rüber. Jetzt muss ich wieder zurückfahren und diesen Weg hier fahren. Oder wie, oder was? Nur weil das scheiß Sägewerk hier irgendwie blockiert ist. Und wenn ich hier lang fahre... Na gut, dann lass uns mal hier lang fahren. Hier ist ja auch ein Sägewerk. Dann bringen wir es vielleicht dahin. Na okay, dann fahren wir mal hier lang. Oh. Ja, aber Sinn und Zweck der Sache war das jetzt nicht. Also du kannst kein richtiges Holz abgeben hier. Au, oh, der sitzt schon in meinem LKW. Bremst doch mal, du Ei. Achso, Differential rein. Ah, das habe ich jetzt auch noch nicht so richtig bedacht, muss ich ehrlich sagen. Das ist doch Mäusekacke. Wäre nie irgendwie sinnlos herumfahren, ne? Aber. Ja, weil du kannst hier nicht übers Acker fahren, dann sinkst du ein. Also dann ist hier Feierabend. Ich bräuchte jetzt eigentlich ein Führungsfahrzeug, was mich ein bisschen leitet. Irgendwo erinnert mich das hier so wie an so einen Schnipseljagd. Mal gucken. Die Zäune kannst du auch nicht umkacheln. Machst du die Reifen so kaputt hier beim Stacheldraht hier. Schön verrostet. Tut ordentlich gut. Ordentlich weh, meine ich. Ach, gucke an. Hier ist ja der Beobachtungspunkt. Dann fehlt uns nur noch einer. Ach, hör auf. Da müssen wir gleich mal auf die Karte gucken. Oh, der stiebt aber. Ist aber richtig trocken hier, der Sumpf hier. So, warte mal, wir werden. Das Sägewerk. Ey, wenn wir jetzt einfach diese Abkürzung kriegen könnten. Hier geradeaus weiterfahren könnten. Gucken mal. Hier ist alles eingezäunt. Du kommst hier gar nicht lang. Warte mal. Oh, das geht sogar. Das funktioniert ja sogar. Ah ne, da geht's da nicht weiter. Ach, hör auf. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier langfahren. Um auf den Weg zu kommen. Also über... Hier kann man auf jeden Fall...
langfahren, also auf diesen matschigen Boden hier, also wo hier noch so ein Unkraut hier liegt. Aber es wird immer schwerer. Scheiße, ey. Aber ich glaube, festgefahren jetzt hier. Hier wird ja nichts mehr. Oh Gott, warte mal, ich muss mal gucken. Ja, toll, das war ja total sinnlos, was ich gemacht habe. Jetzt auf dem Weg hier raufkommen hinten. Ach nee, ey, ich bin so ein richtiger Ochse. Wir müssen nur hoffen, dass wir jetzt hier uns nicht festfahren. Ganz langsam kommen wir voran. Ja, besser als gar nichts, ey. Da unten kommt ja der Weg. Oh oh. Oh oh. Ja, es läuft noch. Ich bin so ein richtiger Helden, wa? Ah ja, wir kommen raus, wir kommen raus, wir kommen raus. Ui, 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 ui. Tippitoppi. So muss es laufen. Alles richtig immer. So macht man es auf jeden Fall nicht. Ach nee. Wir fahren einfach mal weiter. Mal sehen, wo wir hinkommen. Das ist eine richtige Aussage. Wir fahren erstmal. Wir gucken mal, wo wir ankommen. Stunden später. War doch nicht der richtige Weg. Oh Mann. Also ich werde wahrscheinlich so machen. 3 Folgen Spin Tires, 3 Folgen American Truck Simulator und eine am Sonntag. Ja, so wie uns der Sinn gerade steht. Oh, hier hat auf jeden Fall einer das nicht mehr geschafft. Und wir gucken mal, wo wir dann rauskommen. Da oben ist zum Beispiel auch eine Holzentnahmestelle. Vielleicht kommen wir ja dahin. Aber sicherlich nicht mehr in dieser Folge. Das wird wahrscheinlich nichts mehr. Ja, dann würde ich sagen, dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es dann heißt, Maximus versucht es, sein Holz loszuwerden. Ist ja gar nicht so einfach, hier irgendwie das Holz loszuwerden. Und ja, dann mache ich erstmal einen Fisch und sage, haut rein, macht's gut, bye bye.